Hallo zu einem weiteren Video, heute aus meinem Sessel heraus, über die Thematik hinfallen und aufstehen. Das Kind lernt irgendwann mal das Laufen, das Gehen, und bevor es gehen kann, ist es ja gefühlte 538 Mal hingefallen und jedes Mal oh Wunder, ist es immer wieder aufgestanden. Warum macht es das? Nun, weil es nicht denken kann. Und so steht es halt einfach wieder auf, weil es so ist, weil man das so macht, weil das Universum das so will, wie auch immer. Was macht der Erwachsene? Der versucht, bevor er überhaupt einen Schritt macht oder sich aufrappelt, um loszulaufen, überlegt er erstmal, ja, was ist, wie geht das überhaupt? Ja, Schritt für Schritt, einen Fuß vor den anderen. Ja, wie mache ich das? Weiß nicht, Muskel bewegen. Das kann ich ja willkürlich machen, kann das Bein heben, nach vorne setzen, aufsetzen, stabilisieren, anderen Fuß hochheben. Geht. Ja, aber wer macht das? Das Nervensystem. Da muss ich erst mal gucken, welches Nervensystem das macht und wie das genau funktioniert. Ja, Tatsache, man ist immer noch nicht losgelaufen. Irgendwann hat man Anatomiestudium gemacht, Physiologiestudium und versucht, loszulaufen. Und dann, oh, in der Prüfung habe ich gelernt, da kann man auch hinfallen. Wenn man den Fuß falsch aufsetzt, falle ich hin. Was ist, wenn ich hinfalle? Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hinfalle? Was ist, wenn ich hinfalle? Wo falle ich dann drauf? Wie falle ich am besten? Ja. Man merkt schon, wo wir hinkommen. Wie oft falle ich dann? Wie lange dauert es, bis ich gehen kann? Wie viele Schritte muss ich machen, dass ich sicher bin? Funktioniert es überhaupt? Habe ich jemanden, der mir hilft? Wen frage ich denn, wie man gehen tut? Was passiert, wenn ich hinfalle? Ja, müssen wir nochmal klären, denn ich könnte auf den Ellenbogen fallen, dann ist der Arm gebrochen vielleicht. Ich könnte auf den Hinterkopf fallen, wenn ich dumm ausrutsche. Ja, das ist das neue Problem. Was ist, wenn ich irgendwo auf eine Bananenschale trete und ausrutsche? Dann hat man es vielleicht irgendwann mal, viele Leute haben es nicht geschafft, vielleicht mal geschafft, loszulaufen und während man geht, oh, was passiert, wenn ich falle? Habe ich mich versichert? Wo kann ich dagegen laufen? Kommt mir da vielleicht jemand entgegen? Oh, hoffentlich reicht meine Kraft bis zum Schlafzimmer. Und so weiter und so fort. Wir wissen schon, was Sache ist. Im Leben genauso. Man möchte loslaufen. Ja, was ist, wenn? Ja, aber wenn? Was sagt der, wenn ich jetzt das mache? Und so weiter und so fort. Tausend Gedanken. Und man ist noch nicht mal losgelaufen. Noch nicht mal einen winzigen Schritt gemacht. Und schon hat man so viele Probleme am Backen. Weil man einfach denkt. Wenn man manchmal nicht denken würde, natürlich zur richtigen Zeit, hätte man es so einfach. Wie ein Kind, das rappelt sich auf, zieht sich an der Gardinenstange hoch und dann bricht die Gardinenstange ein und das Kind bollert hin und weint. Ja, dummerweise kann es nicht so viel nachdenken, hat es noch nicht gelernt. Und steht halt wieder auf. Nun, da unten liegen bleiben kann ich nicht, also gehe ich wieder hoch. Weiter geht's. Und dann zieht man sich am Tischtuch hoch. Ja, jetzt stehe ich, aber irgendwie die Kaffeekanne ist jetzt kaputt, weil sie runtergefahren ist. Hab zu viel am Tischtuch gezogen. Jetzt ist die Mama böse. Macht nichts, aber ich kann stehen. Gut, dann müssen wir ein neues Thema klären. Wo kann ich hochkommen? Ja.
Kinder denken nicht so viel, der Erwachsene, warum auch immer er so viel gelernt hat zu denken, denkt und denkt und denkt. Und er denkt dann auch, dass er denkt, und dann im Yoga sagt man nicht denken, und dann denkt er, dass er nicht denken soll und denkt also, ich soll nicht denken. Nun, man sieht einen Kreislauf, wie in dem Video Circulus Vitiosus, der Teufelskreislauf, es geht immer weiter, dann denkt man nach, dann kommen Zweifel, dann räumt man die Zweifel wissenschaftlich aus, dann will man einen Schritt machen oder dann, meine Standfestigkeit, jetzt habe ich noch gar keine Versicherung unterschrieben, wenn ich ausrutsche gegen Unfälle, was ist dann, was ist wenn? Und so geht es oft immer zu. Und dann geht man irgendwann in Rente. Ah, damals hätte ich das machen wollen. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Nun, warum? Weil wir nicht losgelaufen sind im Leben, weil wir uns nicht getraut haben, weil wir Angst gehabt haben oder immer noch haben. Und das Vertrauen irgendwann mal in diesem Leben verloren haben oder vielleicht gar nicht bekommen haben. Nun, so geht es immer zu im Leben und aufgrund dieser Ängste folgt man immer anderen Menschen. Die schleifen einen dann irgendwie mit. Dann geht man wie in so einer Soldatenkompanie. Da kann man nicht nach rechts, nach links, nach vorne fallen, außer die an der Seite stehen oder vorne und hinten. Und dann wird man so wie mitgetragen, mitgeführt. Aber wenn dann alle anderen weggehen würden, kann ich immer noch nicht selber laufen. Das bedeutet, der Mensch ist ein Individuum und deswegen sollte er auch lernen, selbstständig zu laufen und nicht im Gefolge anderer Menschen, nur weil man mitgeschleift wird, mitgezogen wird. Das ist natürlich einfach. Das wissen die Radfahrer, die fahren im Windschatten und dann brauchen sie nicht anstrengen. Und wenn sie dann alleine fahren, haben sie natürlich weniger Kraft, weniger Speed. Ja, und der Mensch, wenn er immer nur sich führen lässt, hat keine eigene Kraft, keinen eigenen Mut, kein eigenes Vertrauen und läuft dann entsprechend, wenn es drauf ankommt, nicht los. Ja, weil er immer zu viel überlegt. Und wenn man nicht denkt, dann kommt aus dem Inneren ein Impuls und man macht es einfach. Er schreckt sich vielleicht dann, wenn der Geist zur Ruhe gekommen ist. Warum habe ich das jetzt gemacht? Was ist da los? Wieso habe ich das jetzt? War das jetzt gut oder nicht? Und dann merkt man immer mehr, wenn man Dinge tut, einfach so wie aus dem Bauch heraus, dass andere das meist gar nicht interessiert. Und man hat sich vorher wochenlang, monatelang, jahrelang überlegt, was könnte passieren. Und in der Regel passiert nichts. Oder auch wenn man mit jemandem streitet und sich nicht traut, die Meinung zu sagen. Und wenn aus dem Bauchgefühl, weil das Denken endlich mal aufhört, ein Impuls kommt, dann merkt der andere, oh, der sagt ja was. Hey, scheiße. Und dann ist manchmal schon Ruhe eingekehrt. Aber oft kommt es gar nicht dazu. Man überlegt dann, was sage ich dem, wie sage ich es dem, wann sage ich es dem, wo sage ich es dem, weshalb sage ich es dem. Und meistens hat man es nie gesagt. Ja, so sollten wir lernen, nicht zu viel zu denken, sondern öfters einfach mal loslaufen. Vielen Dank fürs Zuhören, einen wunderbaren Abend noch und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal auf YouTube, Markus Ritz, Zentrum für Yoga.